Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem Spiel The Forest. Das war natürlich nicht mein Ernst in der letzten Folge. Von wegen wollt ihr. Ui, eine Hexe, eine Hexe. Komm her. Bleib stehen. Hallo. Danke. Alle Koffer sind schon wieder zu. Moment. Wir müssen mal kurz erstmal hier ankommen und eruieren. Die Falle ist immer noch leer. Okay. Der Hase gehört uns. Steine, 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 Steine. Oh. Das war natürlich nicht mein Ernst in der letzten Folge, von wegen. Ich mache jetzt erstmal Schluss und wenn ihr sagt, ihr wollt mehr sehen, mache ich weiter. Natürlich war das gequirlte Scheiße und die Hälfte von euch hat es bestimmt durchschaut. Ich mache doch keine drei Folgen und sagt dann hier von wegen, okay, das war dann. Moment. Ich dachte, das wäre ein Stein. Das Karnickel! Karnickel! Was? Ja, Karnickel und Haken schlagen. Das können sie. So, machen wir die Kofferchen mal wieder auf und dann müssen wir mit dem Haus weiterkommen, weil so ein bisschen welche Sicherheit haben. Und ja. Und irgendwann müssen wir uns dann auch daran machen, mal die Insel etwas zu erkunden. Aber nicht bevor ich einen vernünftigen Rückzugsort habe. Aber zuerst einmal die ganzen Koffer. Denn ab und zu ist ja da auch mal was Hilfreiches drin. Ich hoffe ja immer noch auf eine bessere Axt oder irgendwie was. Weiß ich, also eine Motorsäge oder so. Wer hat die nicht im Gepäck? Ne? Eine Motorsäge und 50. Keine Ahnung. 50 Liter Sprit. Und mit Sprit war jetzt nicht Alkohol gemeint. Mein Karnickel. Bleibst du stehen? Bleib stehen! Ich krieg dich! Sowieso! Na, sag ich doch. Gut, den Stein wollte ich jetzt nicht. Eine Echse! Alter. Zack. Ja, so wird das gemacht. Steine, Steine, Steine können wir nicht mehr nehmen. Aber dafür haben wir ja unseren Rockholder. Genau für diesen Fall. Okay, das Fleisch können wir auch nicht mehr nehmen. So, wie war das jetzt? Mit E reinpacken? Ich wollte nicht nehmen, ich will reinpacken, Leute. Hallo? Oder mit. Ach, mit C reinpacken. Ich wurde gerade von dem Ding hier getrollt. Auch schön. Ja, soll auch mal vorkommen. Moment, wir machen mal kurz hier an. Eigentlich wäre ich ja mal voll dafür. Moment, hier ziehen wir erstmal an jetzt, ne? Oh, viel wartet ja nicht. Moment. Haben wir jetzt hier? Ah! Ich habe keine Ahnung, was es ist. Can be used to collect berries. Nice. Okay. So, was hatten wir letztens gemacht? Das und eine Flasche dazu, ne? Wie viel können wir denn da voran machen? Bei Flaschen haben wir ja einige. Ich vermute mal jetzt, dass die Axt dadurch einfach stärker wird. Wir sammeln so viel von. Ach so, das sind immer vier. Oh, dann sollten wir uns langsam mal zurückhalten. Was ich noch probieren wollte, wäre das hier. Federn. Ich muss mal ein bisschen belesen. Federn sollen nämlich die Geschwindigkeit von dem Gedöns hier um einiges erhöhen können. Und ja, ich denke mal, das reicht dann fürs Erste. So, gucken wir nochmal Steine, 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 Steine. Jäger und Sammler, Jäger und Sammler, Jäger und Sammler, Jäger und Sammler. Wir waren noch gerade
Viele Steine. Alter Drecksvieh. Ich hasse Spinnen und ich kann sie nicht töten. Okay, das ist meine private Vorhölle. Das ist mein Fegefeuer hier. Ich lebe an einem Ort, wo ich keine Spinnen töten kann. Ja, total toll. Wisst ihr, was ich mir baue jetzt? Wisst ihr, was ich mir jetzt baue? Ich werde mir jetzt, ich weiß nicht, ob ich, was ich letztes Mal versprochen habe, ob ich was bauen wollte oder irgendwas. Tut mir leid. Aber ich werde mir jetzt ein Drying Rack, also so ein Trocknungs, Gedöns bauen. So. Ach so. Sind ja auch nur 18 Sticks, die wir dafür brauchen. Und dafür reicht das nicht mehr, weil dann kann ich die ganzen Fleischsachen daran aufhängen. Und somit. Moment, ein bisschen was abholzen. Und somit habe ich die aus meinem Gepäck raus. Und kann die da schön abhängen. Muss sie nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Weiß nicht, ob das Sinn macht, ein Feuer drunter zu setzen. So von wegen, naja, ihr wisst schon. So, Take. Genau. C nee, es war wohl das Zeichen für Garen. Also scheint das wohl so schon hinzuhauen. Aber schon interessant, wie er die aufhängt. Naja. Wenn es hilft. Können wir das auch drauf hängen? Ja, da hängt das Filetstück. Schön. Gefällt mir. So, hier hatte ich noch einen Lurch rumliegen und Lurch sag ich, eine Echse. Lurch, wie komme ich denn? Ach, egal. Drauf geschissen. So, nehmen wir den noch und hängen den auch hier drauf. Wie viel passen denn hier drauf? Meine Fresse. Gefällt mir. Hat definitiv, ja. So, Moment. Die Wände hatten wir fertig. Für Wasser haben wir gesorgt, für Essen haben wir gesorgt. Hier müssen wir reinschleichen, haben wir letztes Mal gelernt. Hallo? Darf ich bitte in mein eigenes Haus rein? Ist das möglich? Alter. Also wenn ich wirklich mal auf der Flucht sein sollte, haben wir echt verloren, Leute. Also, ohne Witz. Das wird nicht lustig. So, jetzt wollte ich was testen. Custom Floor. Können wir zweistöckig bauen? Das ist die Frage, die sich mir gerade stellt. Hä? Was? Das ist ja irgendwie nur ein Gang, oder? Lass mal das mal lieber sein. Oder können wir die hier oben andocken? Also wir können offensichtlich. Mal weg. Mal weg. Wir können offensichtlich hier oben, ich brauche einen dunklen Hintergrund, damit ich das besser sehe. Wir können offensichtlich hier oben drauf bauen. Sehe ich das richtig? Was? Hat denn gerade für einen Anfall gehabt? Achso, er will zuhauen. Warum auch immer. Nee, scheint irgendwie nicht zu klappen. Ist aber auch nicht so schlimm. C. Klappt doch. Oh, falsch. Wie knall ich jetzt hier eine Zwischenebene rein? C. Ach, die hat jetzt da oben reingeknallt. Okay. Warte mal. Und wenn ich das jetzt so hier.
Darf ich die jetzt auswählen? Nein. Jetzt? Jetzt. So. Haben wir das hier oben drüber, aber dann brauche ich doch ein Loch, um. Ich brauche doch ein Loch, um da dann hochzukommen. Ach so, jetzt kann ich trinken, okay. Oder sollte ich das lassen und erstmal nur. Wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal und baue mir erstmal ein Dach oben drauf. Ich glaube, das ist besser. So, C. L. Moment. Doch gerade das Dach ausgewählt, oder? L. L. Achso, linke Maus, das. Ey, ich bin so mein. Manchmal bin ich echt beschränkt, ne? Ich dachte, es soll so ein Spitzdach werden. Das verstehe ich jetzt aber nicht. C. Ist doch wieder Boden. Ach so, ah. Ja, ist okay. Ist okay. Ich hab's verstanden. Alter, warte mal, das machen wir lieber so, ne? Hä? C? C? Hätte das gerne hier so anders rum halt. Na, ist ja auch egal. So sieht's gut aus. 34 Baumstämme. Und wie kriege ich dann die Lücken hier zu? C? Ist ja Quatsch. Kriege ich denn dann die Lücken dazu? C? Nee. Das wird nicht. Ich die jetzt da so hier. Alter, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn der Klopskopf zuhaut. Ja, aber das sieht ja nicht aus. Das sieht ja einfach nicht aus. C. Ja, habe ich ein zweites Geschoss. Toll. Jetzt habe ich hier so ein schönes Spitzdach. Aber. Freude macht es mir gerade keine. Moment. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Na hier ganz sicher nicht. Wie ich das hier zukriege. Soll ja auch irgendwie mal trocken werden. Nicht nur so ein bisschen mache, sodass die sich gerade so treffen. Das nicht ganz so hoch aus. Dann machen wir erstmal das. 24 Baumstämme. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Oh, wir müssen was essen. Ist denn hiervon schon was fertig? Nö, natürlich nicht. Wir essen einen Schokoriegel. Steine. Ein bisschen Holz klopfen. Und so langsam sollten wir echt drüber nachdenken, ob wir uns nicht diesen komischen. Ihr wisst schon, was ich meine. Diesen Logsled. Also Baumstammschlitten. Uns den nicht mal langsam bauen. Machen wir einfach mal. 16 Steine. Sticks liegen noch hier genug rum, oder? Also jetzt wissen wir noch beide.
hier genug Sticks rumliegen. Wenn man jetzt fehlen noch zwei. Aber zum Glück sind hier ein paar Dinger nachgewachsen. So. So, mal gucken, wie das Ding funktioniert. Hier festhalten. Und jetzt lenken und gerade, was? Geradeaus. Jetzt wird es natürlich dunkel, ne? Ist wieder ein Traum. Loslassen funktioniert auch so. Gut, dann gehen wir erstmal schlafen. Und natürlich, was? Achso. Speicher nicht vergessen. Ganz wichtig. Und jetzt gute Nacht. Was? Schlafen. Das Knistern hat mir jetzt nicht so gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Das waren bestimmt die Karnickel. Hat unsere Falle denn schon ausgelöst? Ganz danach aus, hä? Irgendwie nicht. Musste sie nur noch aufstellen. Aber es sah jetzt nicht danach aus, dass sie ausgelöst hat. Komisch. Ein Hase. Bewundert da, glaube ich, seine Freunde hier. Oh, wir können essen. Doch, das gefällt mir. So, Steine. Ich habe keine Ahnung, wie viele Steine hier reinpassen, aber wir werden es irgendwann rausfinden, glaube ich. So, unser Schlitten steht bereit. Hier sind noch ganz viele Sticks. Ich muss das einfach mal abgewöhnen. Ich sage jetzt einfach nur noch kleine Stöcker. Okay, Steine können wir nicht mehr aufheben. Fangen wir mit dem Baum an hier, komm. Okay, ein bisschen schneller ist er, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ein bisschen schneller ist er geworden, der Gute. Also hat das wohl was gebracht, das Tuning der Axt. Wenn ich es ein bisschen lustig finde, ganz ehrlich. So, der und der. Und wie packe ich die jetzt da rein? C. Ah ja. Die rollen natürlich wieder bis zum Arsch der Welt. So. Ich bin mal gespannt, wann der anfängt rumzumucken, dass nichts mehr reinpasst. Oh, der knippelt aber gut gerade weg. Also, sollten die Nachbarn nochmal kommen, sind wir, glaube ich, gerüstet. So und so. Wenn die wenigstens Richtung Holz... gegen Holz rollen. Richtung Haus rollen, dann hätte ich gar nichts dagegen. Was? Okay, können wir den einen schultern und... Natürlich nicht. Weißt du, der hat hier die Dinger auf der Schulter und rennt hier durch die Gegend, aber so ein Ding schieben und noch einen Baumstamm auf der Schulter, das macht er nicht. Irgendwie... Egal. Schief ist selten, selten ist schön. Ah? Na, mal gucken, wie das am Ende aussieht. Ich dachte, ich kann... Achso, Steine sowieso nicht mehr. Ich dachte, ich kann, während ich hier rumfahre, einfach mal, so wie man es kennt, ne, kurz mal die Hand zum Boden strecken und dann was aufzuheben. Aber das geht offensichtlich nicht. Hat einer mitgezählt, wie viele Baumstämme wir jetzt darauf gepackt hatten? Ich nicht. So, zählen wir mit. Eins. Krieg noch hin. Bis eins zählen kann ich. So, den Baum auch weg hier. Brauchen wir
Machen wir mal eine Schneise weg. Irgendwann nehmen wir mal ein richtiges Werkzeug haben. Nehmen wir einfach das Flugzeug auseinander. Hier liegen ja schon wieder Sachen rum. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Baum geht vor. Toll, dann stellst du ihn extra so ab, weil du davon ausgehst, dass der Baum da lang fällt und dann fallen sie natürlich hier hoch. Was? Da. Und hier. So, nehmen wir den noch rum hier. So, das waren jetzt 4 plus der eine sind 5. Bestimmt irgendeine krumme Zahl, was nicht aufgeht, von wegen 2 Bäume, also 8. Siehst du, kaum habe ich den Schlitten hier, fallen sie alle bergauf. Lustig. So, jetzt haben wir 3, 6, 7. 3, 6, 7. Wo ist denn der andere? Ah ja, okay. 7 Stück. Und ihr bleibt schön hier liegen. Zeig euch. So, Wendemanöver und runter den Hügel. Eigentlich müsste das Ding ja nicht schieben, sondern einfach nur festhalten. Aber es sieht schon cool aus, also kannst du nichts sagen, ne? Was haben wir eigentlich für eine Pfütze? Was soll denn das hier machen? Jetzt ist es natürlich nicht mehr da, ne? War klar. Ist doch schon wieder die Falle ausgelöst. Und mal wieder ist nichts drin. Hä? Treibt denn hier Schabernack mit uns? Was soll das? Mysteriös. So, und schieben wir das Ding wieder nach oben. Dann will ich mir auch noch so einen Garten anlegen, weil wir Samen haben wir ja auch schon. Das erklärt auf jeden Fall einiges, warum die Baumstämme dann auf einmal ganz woanders sind. Wenn sie einfach mal so fröhlich durch die Gegend springen. Da haben sich dann auch für mich alle Fragen beantwortet. Wenn es hier so abgeht. So, haben wir eine schöne Schneise zum Flugzeug freigeschlagen. Oh, der und seine Ausdauer, ne? Ja, hat natürlich jetzt eine schnellere Axt, ne? Und ist natürlich alles. Geht natürlich auch die Ausdauer schneller flöten. Da haben wir uns was vorhin. Da haben wir uns was vorhin. Hier lag doch gerade eben noch. Ich will mich gar nicht beschweren. So, 6 haben wir. Ist egal, komm. Ne, 6, 7, 3, das fehlt uns noch, 10. Ist egal, komm. Haut hin, alle Dude. Hatte gerade einen Denkfehler. Kommt öfters vor bei mir. Also dadurch, dass das so spitz nach vorne hochläuft, sieht das eigentlich auch schon wieder... Also das ist natürlich... gar nicht so gewollt. Das will ich euch auch jetzt gar nicht so verkaufen. Aber es wirkt dadurch. Oh nee, ne? So, 4 noch. Dann ist das Dach fertig. Ich würde halt gerne oben das schon irgendwie zumachen. Da vorne, wo die große Öffnung ist. Würde ich schon sehr gerne tun, aber ich habe die Vermutung, dass das nicht geht.
Und dann müssen wir uns ja so langsam an die Inneneinrichtung machen. Also diese komischen Schränke, die sie da haben, also ein Weapon Rack und Medizinschrank und was weiß ich, was da noch alles war. Oh, jetzt haut er wieder hier. Mano. Mir fehlt genau ein Baum. Fäll den jetzt. Du hast doch noch voll Ausdauer. Was ist denn los? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Also nicht voll Ausdauer, aber er hat Ausdauer. Er kackt mir gerade ein bisschen früh ab. Ah, jetzt rollen sie natürlich wieder runter. Zack, zack. So, weißt du was? Die bringen wir jetzt persönlich nach vorne. Danke. Und die beiden nehmen wir jetzt auch auf die Schulter und tragen die auch runter. So, kann das Ding hier stehen bleiben erstmal. Somit ist auch unser Dach fertig. Scheiße, geil. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. So, hier mal wieder abladen. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Das Hähnchen ist total schwarz. Ist das jetzt schon vergammelt oder? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen, erst wenn ich Hunger habe. Muss ich es wissen? So, schön. Also, so ist es halt schöner als so, weil das ergibt irgendwie keinen Sinn, wie die sie jetzt halten, aber ist ja egal. Noch ein bisschen Licht. Ich hoffe, die können dann hier. Also, wenn ich mich mit denen anlege, ich hoffe, die können nicht springen oder irgendwas. Nicht, dass die da oben rüber springen. Das wäre ja gar nicht schön. So. Ach, wir sind schon wieder ein bisschen über der Zeit, ne? Also ich muss dann jetzt hier erstmal einen Break machen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Häusle baue in the Forest. Tschüss!